Und damit herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia, The Two Thrones. Letzter Part für heute. Ich habe keine Ahnung, was uns auf uns zukommt. Ich hoffe... Also, voraussichtlich letzter Part. Vielleicht nehme ich auch noch mehr auf, wenn ich Bock habe. Servus? Ah, da. Ja, vielleicht nehme ich auch noch ein bisschen mehr auf, wenn ich Bock habe. Könnte passieren. Dass ich spontan einfach jetzt durchspielen will, weil ich keinen Bock mehr habe auf das Spiel. Nicht, dass das Spiel schlecht wäre oder so. Nein. Das optimale Spiel zum Spielen. Sehr spaßig. Bin nicht froh, wenn es zu Ende ist. Kann man so nicht sagen. Das wäre ja gemein. Warum sollte man auch einfach ein Stück weitermachen können? Nein, man muss natürlich die Seite wechseln. Hui. Hui. Dann jetzt bin ich mir unsicher, ob ich da von oben ranspringen soll oder so ranschwingen. Ich hätte so gesagt. Servus. Da. Und daran, daran, da habe ich nicht hingedrückt, nicht mal ein bisschen. Da habe ich nicht hingedrückt, Spiel. Danke. Übrigens keine brüchige Wand, möchte ich anmerken. Die hätten wir nicht kaputt kriegen dürfen. So. Und so fiel der Schleier von des Prinzen auf und er erblickte die wahre Natur. Halt mal kurz die Goschen. An dieser Stelle Form seines anderen Ichs. Diese grausame und verführerische Stimme, die einst in sein Ohr flüsterte und ihn auf den falschen Weg lockte, war nun verstummt. Wie viele Kamerawinkelwechsel möchtest du innerhalb einer Sekunde haben? Das Spiel so? Ja. Endlich wieder diese Rollen. Ich mag die so gerne. Na, da muss ich hin, okay. Lecko funny. Ich verstehe übrigens inzwischen noch nicht mehr so ganz die Story. Also klar, ich verstehe schon noch, was grob passiert ist. Ja, oder ich schlag einfach so zu, weil die Viecher einfach nichts überleben. Ist ja jetzt nicht so, dass sie stark sind. Blocke. Gut, dass hier nun ein paar... Ich glaube, ich muss hoch. Sieht gut aus. Ich darf mich hier umgucken. Okay, danke. Darüber. So, zack, 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 zack. Da ist wie eine Kante, an der wir uns aber natürlich nicht festhalten können. Okay. Naja, also die seht ihr auch, oder? Ah, nee, ist eine schräge, okay.
Gott. Da darf ich nicht drüber. Das, was ich übrigens gedrückt habe, ist Schwert wegwerfen, aber irgendwie kann ich jetzt nicht mehr werfen, weil wir Fadis Waffe haben. Er wollte die ganze keinen Drehangriff machen, obwohl ich die Tastenkombo für Drehangriff gedrückt habe. Danke, meine Fresse. So. Dann hier runter und jetzt nicht nochmal runter, weil sonst bin ich ja ganz unten. Danke. Darf ich davon ausgehen, hier kommen wieder Gegner? Natürlich. Ich möchte anmerken, dass er der ist, den ich von Anfang an schon weggekickt habe. Aber der andere zuerst weggeflogen ist. So, ah, fuck, falsche Taste. Da wollte er gerade den Drehangriff machen übrigens. Danke, meine Fresse, ey. Danke, Alter, es funktioniert so selten. Das Spiel beschissen! Hier in einem 100.000 Gegner, das macht so viel Spaß! Alter. Gut, dass ich nicht so weit laufen muss für Neumann, also für Wörtermann. Das wäre ja doof. Da kommen zwei Köter, dann kommen zwei Gegner, dann kommen noch zwei Gegner und dann kommen noch zwei Gegner. Wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Nicht, dass zwei Gegner nicht reichen würden, oder die Köter, weil die Köter ja nervig genug sind. Lock sie ins Licht! Wieso sterben die gerade so schnell? Thank you.
So. So, meine Fresse, ey. Nö, du musst doch nicht hochspringen, wenn du nicht willst, Bruder. Blocke. Kann ich treffen. Gutes Spiel. Überhaupt nicht verbuggt oder so. Nein, nein. Ist total gewollt, dass er da so buggy durch die Gegend läuft, auf jeden Fall. So. Jetzt die Frage, könnte ich hier runterspringen? Dann kann ich natürlich erstmal heilen. Okay. Natürlich counterattackt der mich wieder. Darf ich jetzt? Zu freundlich, danke. Ein Brunnen wäre richtig super. Ne, also nicht, dass ich dich irgendwie überfordern will, aber ein Brunnen wäre echt geil. Aber du musst mir natürlich keinen geben, wenn du nicht willst. Ne, ne. Ist okay. Ist okay, Spiel. Ist sie irgendwie... Nicht so, dass ich irgendwie seit 25 Minuten quasi ohne Brunnen spiele. Ich weiß, dass da unten einer ist, aber... Ne, ich müsste halt die ganzen Gegnermassen durch, die absolut Spaß gemacht haben zu bekämpfen. Thank you.
Schlitz. Schlitz. Manchmal überleben die gar nichts, manchmal überleben die echt viel. Also manchmal überleben die halt wirklich gar nichts. Also halt legitim gar nichts. Manchmal guck sie an, die fallen um. So. Ich habe erwartet, dass jetzt hier auf dem kleinen Stück auch wieder welche kommen. Natürlich sind da wieder welche. Ich wollte gerade sagen, der überlebt schon wieder ganz schön viel, ey. So, kommen jetzt hier wieder Hunderte? Ja. Das ist der effektivste Angriff gegen die übrigens. Na, der one-hitted die halt. Mach mal nicht, Digi, mach mal nicht. Ich blocke. Oh, ich hasse mein Leben, Alter. Ich hasse mein Leben so sehr aus. Macht überhaupt keinen Spaß. Es ist ein Dreckspiel. Was ist das unehrenhaft? So, könnt ihr euch bitte verpissen jetzt? Danke. Alter, bin ich knapp mit Leben, ey. Ich hätte wirklich gerne einen Brunnen, weil es gab seitdem ja auch keinen Save Point. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt auch seitdem nicht mehr speichern konnte und dass ich wahrscheinlich wieder ganz am Anfang starten darf, wenn das passieren sollte. Na da. Und da ist auch ein Brunnen, oder? Nein, so nicht. Danke. Also, du zeigst mir manchmal an Stellen, wo ich lang muss, wo ich mir so denke, so, ja, das hätte ich auch gerade so noch gefunden. Aber dann zeigt das mir wieder nicht an Stellen, wo ich mir denke so, Alter, das ist halt wirklich kompliziert. Okay, du möchtest mir sagen, darunter muss ich durchrollen. Okay. Ich kann nicht höher gucken, ne? Ich kann so gucken. Bitte im Brunnen, 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 bitte im Brunnen. Gib mir doch einfach einen Brunnen! Ich meine, nett, dass du mir jetzt hier drei Aufladungen gibst, dass ich zurückspulen kann. Das ist schon mal sehr schön. Vielleicht habe ich auch einen Brunnen übersehen, glaube ich auch nicht. Okay. Oh Gott, bless. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Meine Güte, ich muss niesen. Ja, halt die Fresse. Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Bis dahin, haut rein und tschüss.